Hallo, herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Heute in diesem Video geht es um Bienenwachstücher. Bienenwachstücher sind eine umweltfreundliche Alternative zu Alufolie oder Frischhaltefolie, um deine Lebensmittel einzupacken. Du kannst darin Obst, Gemüse, Käse oder auch Brotlaibe einpacken. Du kannst auch Schulbrote für die Kinder darin einpacken, je nachdem für was du es benötigst. Du kannst es eben auch als Abdeckung für Schüsseln verwenden. Ja, also sie sind sehr vielseitig einsetzbar. Du brauchst also nicht teuer kaufen, sondern kannst das ganz, ganz einfach selber machen. Eignet sich auch hervorragend dafür, um Baumwollreststoffe noch zu verarbeiten und gerade jetzt vor der Weihnachtszeit vielleicht auch eine nette Geschenksidee. Du kannst Bienenwachstücher dann auch noch weiter verarbeiten, also nähen, und kannst dir zum Beispiel so eine Tüte nähen und auch hier einfach nur dein Lebensmittel hineingeben durch die Körper. Temperatur schmiegt sich das deinem Lebensmittel dann an und ist eben gut verschlossen. So auch zum Beispiel bei Brotlaibe einfach einwickeln und etwas Körperwärme dazu. Reinigen brauchst du das Ganze nur unter lauwarmem fließendem Wasser. Eventuell einen ganz weichen Schwamm, keinen mit einer kratzenden Oberfläche, weil sonst kratzt du dir das Wachs wieder herunter. Du kannst dir die Form entweder im Vorhinein schon zuschneiden oder du kannst das Ganze auch erst im Nachhinein machen. Ich muss sagen, ich finde es sogar einfacher, erst nach der Wachsbehandlung das Ganze zu schneiden. Es lässt sich viel leichter schneiden. Wie du hier sehen kannst. Die Herstellung an sich ist denkbar einfach. Es gibt hier aber unterschiedliche Varianten. Jeder hat da ein bisschen so seine eigene Technik. Die eine Möglichkeit wäre, dass du das auf ein Backpapier, auf ein Backblech in deinen Ofen gibst und Wachs auf den Stoff drauf streust und darauf wartest, dass sich das Ganze eben verflüssigt. Eine weitere Möglichkeit wäre, das Wachs auf den Stoff drauf geben, Backpapier drauf und drüber zu bügeln. Oder die dritte Variante, so wie ich es auch mache, ist mit einem Wasserbad. Das heißt, du schmilzt dein Wachs in einem Topf, also ein Wasserbad machen und das Ganze eben schmelzen. Hast du keinen solch einen Topf, dann kannst du zum Beispiel auch in einen Kochtopf ein altes Marmeladeglas oder dergleichen stellen. Ansonsten brauchst du noch einen Pinsel und Backpapier. Wie das Ganze genau funktioniert, werde ich dir noch in einem kurzen Video am Schluss einblenden. Manche verwenden auch zusätzlich zum Bienenwachs Öl, ist aber überhaupt nicht notwendig. Bienenwachs kannst du in Platten kaufen oder eben in solchen Pastillen, Flocken, wie auch immer. Am besten kaufst du ein Biowachs beim Imker vor Ort. Ich werde dir aber eben meinen Anbieter in der Infobox dann noch verlinken. Wenn du dann rangehst, ist es angesagt, zügig zu arbeiten, weil sobald das Wachs erkaltet, wird es natürlich wieder fest. Es ist nicht wichtig, dass du das sehr sorgfältig und schön auftragst. Es muss auch nicht sehr gleichmäßig sein, denn alle Unebenheiten werden dann sozusagen noch ausgebügelt. Also wenn dann das Bügeleisen draufkommt, sind alle Unebenheiten verschwunden. Wenn du dein Bienenwachstuch schon länger im Einsatz hast, dann kann das sein, dass es brüchig wird oder spröde wird. Dann einfach das Ganze wieder zwischen Backpapier legen, drüber bügeln und falls schon sehr viel Wachs abgegangen ist, noch etwas Wachs hinzufügen. Dein
Topf und dein Pinsel lassen sich dadurch gut reinigen, dass du das Ganze erhitzt und einfach mit einem Küchentuch auswischt. Den Pinsel kannst du ansonsten auch in ein Glas mit kochend heißem Wasser geben und einfach eben ausdrücken. Wenn dein Tuch fertig gebügelt ist, ziehst du das Ganze einfach ab und haltest es wenige Sekunden, so an die 10-20 Sekunden in der Luft, und dann ist es bereits angehärtet und du kannst es zur Seite legen. Also es ist ganz einfach in der Herstellung. Ich hoffe, es war für den einen oder anderen eine Inspiration. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben, abonniert kostenlos meinen Kanal und empfehlt mich euren Freunden weiter. Wer möchte, kann gerne seine fertigen Werke in unserer Facebook-Gruppe zeigen. Die heißt Nele C. Wollige und andere Kreativlinge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Tschüss, eure Nele.